Ja, servus, da ist wieder euer Jürgen. Ja, also, was wollte ich denn heute noch sagen? Ja, es gibt ja wieder in Franken so eine richtige Panik und Hysterie. Welche ein paar Mückli, die durch die Luft schwirren. Hey, Leute, es ist Frühling. Habt ihr das schon gemerkt? Oder seid ihr noch im Winterschlaf, ihr Schnarchzapfen? Das ist doch normal, wenn die Viecher jetzt rauskommen. Also die Obstbäume, die blühen schon seit 2 Wochen. Und da fliegt halt jetzt die Margusmücke durch die Gegend. Die gibt's doch schon immer, ist wahrscheinlich wieder kein auffallen. Ihr biologischer Name ist Bibiomazi. Nicht zu verwechseln mit dem Badeort an der Adria. Naja, und warum fliegen die? Na klar, hey, tschakka tschakka. Weil Paarungszeit ist, das ist doch normal. Bei euch haut's doch jetzt auch wieder die Hormone raus aus dem Dachstuhl, oder? Du, wenn nicht, dann müsst ihr euch vorher mal echt ernsthafte Gedanken machen. Die Mädli schwirren doch auch schon wieder überall aus mit ihrer kurzen Röckle. Naja, höher sind's halt mal ein wenig größerer Schwärm, die ausschwirren. Die Margusmuggen, weißt schon. Und die sind voll nützlich, weil die die Blumen auch bestäuben. Also machen die ja quasi eine doppelte Paarung. Effektiver geht's ja gar nicht mehr. Ich sag immer, die Natur ist uns vielfach überlegen. Die Viecher sind ja total harmlos. Also Kinder, keine Angst, ihr müsst sie nicht hinmachen. Die tauchen auch bald wieder ab. Da wird wieder bloß ein Geschiss gemacht, welcher nix und wieder nix. Also, und weil die Margusmücken heißt, müsst ihr Frauen jetzt halt auch wenn gut aufpassen, gell? Überhaupt die, wo daheim ein Mann haben, der Margus heißt. Gell, Stefanie? Aufgemerkt. Aber Mädle, pass auf, wenn er fein nicht grad kann, dann macht er bestimmt bloß wieder Margus. Ach ja, wir haben ja auch noch einen CSU-Finanzminister. Söder Markus. Jetzt passen wir auf. Vielleicht haben wir gedacht, sind die Margusmücken mutierte CSU-Politiker. Ähnlichkeiten sind ja da. Die Margusmücken sind auch kohlschwarz, hängen überall rum, treten immer im Schwarm auf, sind resistent gegen alles und bei Gefahr tauchen sie auch wieder ab. In diesem Sinne, macht's gut, euer Jörchen. So ein blödes Geschmarre wieder heute.